Cześć, z tej strony Saliwan, a oto Crysis Back to Hell. Gra będzie bez mojego polskiego komentarza. W grze wszyscy mówią po niemiecku, a zaś napisy są po angielsku. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zostawcie komentarz pod filmem. Schon. Gott sei Dank! Bin ich froh, euch zu sehen. Wir sind von der USS Constitution. Sie wurde von diesen scheiß Aliens angegriffen, kurz nachdem Morrison die Insel mit der Atombombe angegriffen hat. Wir sollten ein Nano-Suite-Team von der anderen Trägerflotte holen. Mir fällt der Name jetzt natürlich nicht ein. Eagle. Genau, Eagle war es. Seid ihr das?
aber wir wurden getroffen und konnten uns gerade so noch auf diese gottverdammte Insel retten. Verdammt, wieso rede ich noch? Wir sind Team Raptor. Wir kommen von dort. Wieso seid ihr hier? Konntet ihr die Aliens zurückschlagen? Wir konnten sie besiegen, aber die Constitution gibt es nicht mehr. Dort waren einige Kameraden und Freunde. Könnt ihr schätzen, wie viele Überlebende es gibt? Nicht viele. Tut mir leid. Scheiße. Wie sieht der Plan aus? Ich kann es nicht sagen. Wir sind auch nur hierher gekommen, um unseren Teamleader zu holen. Könnt ihr uns mitnehmen? Wir müssen weiter in Richtung Eisphäre. Ohne Nanosuit ist das für euch Selbstmord. Hier seid ihr vielleicht sicherer. Was? Ihr wollt uns hier zurücklassen? Ich will nichts wie weg hier. Es gibt nichts Schlimmeres, als alleine im Dunkeln an einem Strand auf einer Insel voller mörderischer ETs darauf zu warten, abgeschlachtet zu werden. Wir können euch auf dem Rückweg einsammeln, wenn wir Profit eingesammelt haben. Wir sind Marines. Wir können schon auf uns aufpassen. Als Team können wir es schaffen. Aber wenn ihr uns hier zu zweit zurücklasst und nicht wiederkommt, ist das höchstwahrscheinlich unser sicherer Tod. Was sagst du dazu? Du bist hier der Ranghöhere. Du hast das Sagen. Er hat recht. Du kennst die Aliens. Sie haben kaum Chancen, zu zweit hier zu überleben. Aber im Team können wir es schaffen. Wir können jede Hilfe brauchen. Du wirst schon recht haben, Nomad. Kommt. Oh, danke. Ich habe einen Moment gebraucht, um zu überlegen. Woher ich den Namen kenne. Nomad. Sie sind doch der in diesem Mutterschiff war. Ha! Respekt, Mann! Hier draußen ist die Hölle los. Kaum vorzustellen, wie es erst da drin gewesen sein muss. Ich würde gerne wissen, warum wir bis jetzt keine Aliens gesehen haben. Vielleicht haben wir sie ja eingeschüchtert.
nichts. Vielleicht sollte ich mich nochmal umsehen. Die Constitution gibt es wohl nicht mehr, oder? Nein. Wir haben gegen einen vierbeinigen Exosuit und ein Kriegsschiff der Aliens gekämpft und gewonnen. Aber das Kriegsschiff hat letzten Endes die Constitution mit auf den Meeresgrund gezogen. Möge Gott mit all den Seelen sein. Aber wie haben Sie die Atomexplosion überlebt? Das können Sie sich so vorstellen. Nämlich sind...
Sie haben die ganze Energie des Sprengkopfes voll absorbiert und zur Sphäre weitergeleitet. Und mein Anzug misst keine gestiegene Radioaktivität. Wow. Das ist total verrückt. Aber nicht das Verrückteste, was die letzten 3 Tage passiert ist. Sie wussten anscheinend also sogar, was wir vorhatten und konnten sich darauf vorbereiten. Wenn wir doch nur mehr Zeit hätten, um mehr über sie zu erfahren. Okay, also gut. Wie soll es weitergehen? Wir haben Prophet gefunden. Jetzt hauen wir hier ab und versuchen JSOC oder sonst wen zu erreichen. Miss Rosenthal muss wieder weg von hier. Das ist wichtig. Das hier ist momentan der unsicherste Ort, an dem man nur sein kann. Außerdem können wir sie nicht mit in die Sphäre nehmen. Psycho, Sie müssen sie zu der USS Lexington fliegen. Team Eagle und die Pack sind dort. Sie hatten viel bessere Chancen, den Angriff zu überstehen. Es könnte sein, dass die Lexington noch intakt ist. Ich gebe Ihnen außerdem die Waffe mit, die ich von den Leviathanen umgebaut habe. Die Leviathane können jeden Augenblick hier auftauchen. Einen weiteren Konflikt sollten wir vorerst vermeiden. Also fliegen Sie bitte jetzt los. Okay, dann wollen wir keine Zeit verschwenden. Komm, Helena. Achtung! Verdammt! Scheiße, da ist wieder so ein Teil! Jetzt kommt sicher Verstärkung. Dann will ich einen Vorschlag machen. Auf dem Träger habe ich Nomads Nanosuit benutzt, um einen Exosuit und Kriegsschiff der Leviathane zu zerstören. Das war aber jeweils auf einzelne und große Ziele angewendet. Ich will nun versuchen, das Gleiche auf die Menge von Leviathane anzuwenden. Es wird aber dauern. Das wäre ein sehr großes Risiko. Sie sollten keine Zeit verlieren und direkt losfliegen. Lasst uns darüber abstimmen. Psycho, Nomad, was haltet ihr davon? Egal was, ich schließe mich Nomads Meinung an. Ich finde, wir sollten es ausprobieren. Es wird später sicher nützlich werden. Okay, dann machen wir das. Brauchen Sie irgendwas? Nur ein paar Minuten Zeit. Alles klar, die verschaffen wir Ihnen. Dann los! Ja, Sir! Nomad, versuche die Aliens mit einer vorgekochten Granate zu treffen. Wie das geht, muss ich dir wohl nicht erklären, oder? Hey Nomad, versuch doch mal ein paar mit deiner Tech-Gun wegzupisten. Ich habe nur noch eine Tech-Granate übrig. Ich brauche ein großes Ziel. Bei mehreren Gegnern bringt sie mir nichts. Was würde ich jetzt nicht für die Pax tun? Aber ich habe etwas Besseres. Warte, bis wir in der Luft sind. Ich kann das untere MG des Senkrechtstarters zur Fernsteuerung freigeben. Thank you.
Also, bringen Sie den Vogel jetzt in die Luft. Ei! Versuche jetzt wieder die richtige Frequenz zu finden, um sie wie auf den Träger zu überladen. Beschäftigt sie. Das kann ein paar Minuten dauern. Gut. Alles klar. Nomad, ich habe auf der Constitution ein paar neue Tricks gelernt. Hör zu. Du kannst dich über deinen Nanosuit mit dem unteren MG vom Senkrechtstarter verbinden. Noch das MG zu greifen. Versuche es mal. Thank you.
sind ziemlich viele. Helena, wie lange noch? Ich brauche noch ungefähr eine Minute. Das. Was ist das denn? Dass das so gut funktionieren würde, damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, nichts wie weg von hier. Man sieht sich.